Hallöchen und willkommen zurück hier wieder mal. Hier ist TomTaz01 zum wiederholten Male heute. Zu einem kleinen Fazit zu der Gamescom-Tag Donnerstag. Mit dabei ist Freddy LP und DJN Let's Plays. Ja, ganz genau. Hallo. Die beiden, die dürfen sich jetzt auch mal so ein bisschen melden. Die könnten mir jetzt mal Warte. ein bisschen die Arbeit abnehmen hier. Warte, ich kann das auch. Alter, verrückte Mongute war's. Nein, Ja, komm, Scherz. genau. Achso. Ja, gut, ich würde sagen, wir hatten ja, also ich und Freddy und ich, der Esel nennt sich immer zuletzt, wir hatten ja gestern Abend schon oder heute Morgen, je nachdem, wie man das sehen möchte, eine kleine Info bzw. ein Fazit zu Mittwoch hochgeladen. Und dieses Fazit gibt es halt praktisch jetzt von Donnerstag. Und der Tom Tatz war mit uns dabei, bzw. ihr wart ja schon früher da, ich bin ja hinterher dazugestoßen. Und ja. Wie fandet ihr denn den Donnerstag? Ich fand ihn ein Voll. bisschen voll. Ja, das stimmt Ich wohl. fand ihn ein ganz kleines bisschen dezent voll. Und wenn man mir in WhatsApp morgens schon um 10:07 Uhr schreibt, Gamescom ist dicht, seit 7 Minuten geöffnet und nach 7 Minuten geschlossen, bitte Ja, was? das war, glaube ich, sogar ich. Beim, der Witz Ja. ist ja, Freddy, der kam ja etwa eine Viertelstunde später an mit dem Zug als ich. War aber eher drin wie ich. Ja, 1 Stunde circa. Also bei mir ist das ja so abgelaufen. Ich kam mit dem Zug da an, natürlich brechen voll die ganze Karre, da ging gar nichts mehr. War eh schon Sonderzug, ne? War das gleiche über Bochum auch. Verspätung, der hat teilweise auch schon Stationen ausgelassen, wo er eigentlich hätte halten müssen. Weil einfach nichts mehr reingegangen ist in der Karre. Und ja, ich stand dann erstmal eine halbe Stunde da, vorm Einlass, ne? Um das Bändchen zu kriegen hier, das Altersbändchen, dann noch mal eine halbe Stunde, um überhaupt erstmal reinzukommen in die Hallen und dann noch mal eine halbe Stunde, um Um tatsächlich da auch nur überhaupt zurückzukommen. Ja. irgendwann mal so durch den Scanner durchzulaufen mit mit dem Ticket. Ja gut, okay, bei euch war das relativ problematisch, aber ihr wart ja auch schon von, sag ich mal, Anfang an da. Da habe ich es ja viel, Ja. da habe ich es ja, pass auf, da habe ich es ja besser getroffen. Ich bin ja mit meiner Freundin später dann nachgekommen und ja, wir haben es, ich habe mir das schon vorher gedacht, dass das so voll wird, weil ich war ja mit Freddy am Mittwoch auch direkt von Anfang an da, wo man da sein konnte nachmittags. Und deswegen habe ich mir das schon gedacht, deswegen sind wir halt erst so, wann sind wir angekommen, so gegen 12 oder 11:30 oder so. Und da war das halt so klar, eine riesige Menschenmenge und man hat auch ein bisschen warten müssen, aber es ging eigentlich. Also, man muss dabei sagen, wir sind am Südeingang, also wir nehmen immer Ja. den Südeingang. So, wir sind einfach rechts vorbei, weil die ganzen Leute natürlich dachten, oh, da irgendwie die Schlange. Nee, die Leute, die standen einfach, um Karten zu kaufen. Wir also einfach Richtig. dran vorbei, ganz nach vorne durch und innerhalb von 2 Minuten, als geöffnet war, waren wir drin. Heute war es ein bisschen anders. Als ich mit dem Zug angekommen bin, habe ich natürlich erstmal die Menschen gesehen und habe gedacht, ach du Scheiße, soll ich wieder nach Hause fahren? Das habe ich mir War auch mir so dann gedacht. aber zu schade. Ich dann also zum Südeingang und dann hatten die mit Absperrband schon dicht gemacht. Dann haben die kontrolliert, ah, wer hat Ticket, wer hat nicht. Ich Ja. Ticket vorgezeigt, durchgegangen, zack, war ich auf für Gamescom. Aber so easy war das auch. So easy war es bei mir leider nicht. Also Leider nicht. man muss echt sagen, es war sehr unschön von der Dichte her, von den Menschenmassen. Also was ich mal so einwerfen muss, ich meine, man kann ja jetzt kritisieren, die zwei Videos, die wir jetzt gemacht haben, Freddy, die sind relativ immer nur auf dieses Ganze, auf die Menschenmenge bezogen oder so und nicht auf die Spiele. Aber die Vorfreude auf die ganzen Spiele wird natürlich massiv gedrückt, wenn das da so ein Menschentotgetrampel ist wie auf der Love Parade. Ohne Witz, das geht gar Ja, nicht. das ist Ja, es wirklich. das waren ein, also für meine Verhältnisse waren das eindeutig zu viele Leute auf Ja, zu engstem Raum. war es auch. Du hattest keine Chance, irgendwo mal zu gucken. Ich erinnere nur an die eine Halle, wo wir da mitten auf einmal an so einem, ne, an so wie so einem Kreuzungsbereich standen. Da war genug Platz, aber wir standen. Es ging einfach nicht weiter, weil die Ja. wussten nicht wohin. Tja. Also selbe Problem auch wie letztes Jahr. Ich verstehe einfach nicht, wie komplette Messehallen leer sein können und es einfach viel zu viele Menschen sind. Das verstehe ich halt nicht. Ja, man darf ja eins nicht Selbst. vergessen, als wir gekommen sind, also als ich gekommen bin, ne, da war es ja noch verhältnismäßig wenig los.
Das muss man ja auch so sagen. Ja, also Es ist ja selbst. danach zum Schluss, also ich habe ja etwa 2500 Bilder gemacht hier auf der Gamescom. Einige davon werde ich auf meinem Kanal hier in so einer Slideshow vorstellen, aber das ist ein anderes Kapitel. Ich sage euch, ihr könnt euch nicht vorstellen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da los war. Und wenn ich jetzt daran denke, dass Samstag schon ausverkauft ist, dann wird mir doch jetzt schon schlecht. Ja, oder Nicht Sonntag, Familientag. nur der Samstag ist ausverkauft. Ich So glaube, die gut wie ganzen Tage, alles ne? ist weg. So Ja. gut wie alles ist weg. Deswegen stehen die da auch mit ihren College-Blöcken und schreiben da drauf, wir brauchen noch Karten. Nee, Ja, da schreiben die nicht was drauf. bringt Suche das? Karte, zahle viel. Ja, suche Karte, gebe dir Geldkoffer oder was? Ja, das ist krank, also ohne Scheiß. Ich finde, Beim Dingen, weil die das Dinge ist ja richtig sowieso nicht krank. übertragbar sind, ne? Ja, aber Ja, die eben. prüfen ja nicht den Namen, das ist ja das Dumme. Aber gut. Das Einzige, Naja. ich muss dazu sagen, ihr seht das ja bei meinem Zusammenschnitt oder ich denke auch mal bei eurem Zusammenschnitt von Donnerstag, dass, ich meine, ich habe da ja eine Videosequenz aufgenommen, wo wir da durch diese Halle gegangen sind, wo auch Warner Brothers dann war. Wo wir einfach in so vielen Menschen drin waren, dass du dich einfach keinen Millimeter nach vorne oder zur Seite Das drehen ist der konntest. Punkt, den ich gerade eben Ja, angesprochen habe, an diesem richtig. Kreuzungsbereich. Das war so schlimm. Ich dachte echt so scheiße. Taschendiebe haben Ich ja echt glaube, leichtes Spiel, wenn ich dieses Video hier auf YouTube hochlade, also ihr seht euch das ja jetzt gerade an, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt hier den Ton und so weiter aufnehmen, ich glaube ganz ehrlich, ich schneide das mal mit rein, dass man mal so sieht, hey, ne, wir sind dahergelaufen. Das war natürlich Ja, perfekt. Wer war das? ich hab ja so einige Fotos auch gemacht von diesen Gängen, ne? So hoch, wie es halt nur möglich war, ne? Mit der Kamera hoch. Ich muss aber euch wirklich ganz ehrlich sagen, Leute, tut euch den Scheiß nicht an, das. Das ist echt heftig. Also, ich muss echt sagen, sollte ich nächstes Jahr wieder auf die Gamescom gehen, dann nur mit dem Fachbesucherticket, womit man auch in die Business Area kommt. Aber jetzt mal was Erfreuliches, weil wir wollen ja nicht nur die ganze Zeit rummeckern. Konstruktive Kritik. Na gut, aber da kommt das Positive eigentlich am Anfang. Aber gut, lassen wir das. Das Positive kam gestern schon ein bisschen. Also, wen wir auf jeden Fall getroffen haben, war Play. Ja, da haben wir uns echt mal dann getroffen, ja. Da kam es dann zum Treffen und wen wir, beziehungsweise wen ich so gesehen habe auf die Schnelle war von Playtimes, ja, also von meinem Netzwerk, nicht von Ein eurem, richtiger sondern von Play. meinem, der Benny und der Lars und noch so jemand, der die Kamera dabei hatte, da konnte ich mir den Namen jetzt leider nicht merken. Also das war echt eine schöne Sache, weil wir wollten uns ja eigentlich schon gestern treffen mit Benny, das hat ja nicht ganz so hingehauen, die haben ja Termine en masse und, heute habe ich die dann durch Zufall in Halle 10 gesehen, unten bei der Let's Play Together Bühne. Und ja, natürlich direkt gesehen, hey, Playtimes, krass. Und dann direkt einfach angesprochen. Ihr wisst halt, ja, ist ja kein Problem. Einfach direkt frei Schnauze angesprochen und gut ist. Sind natürlich echt nette Menschen. Also Auf die jeden. beißen nicht, die sind ganz zahm. Dem brauchst du nur Wasser und Futter geben und dann reden die mit dir. Und was man Ja. auch Geiles sagen muss, dank Benny konnte ich mir dann, oder konnten wir uns in dem Bereich von Warner Brothers das neue Batman-Spiel angucken. Als VIP konnten wir direkt dann auch bei dem Ausgang direkt reingehen. Wir durften leider nicht filmen. Ja, durfte, aber der Mann hat gesagt, selbst ZDF durfte nicht filmen, deswegen bin ich da auch nicht so traurig drüber. Aber was ich ganz cool fand, dass ich mit einer VIP-Marke, dass ich mit einer VIP-Marke geschafft habe, mit wie vielen Leuten sind wir reingekommen? Mit vier, ne? Wir Mit sind zu vier. viert. Ja, Dass genau. wir zu viert reingekommen sind mit einer Marke. Ja. Ja. Ja, Also gut, ich wer? meine, ich persönlich habe jetzt nicht unbedingt gespielt, aber ich habe es mir natürlich angeguckt, ich habe das ja auch alles abgefilmt, also die Szenen sind dann von mir. Und habe dann natürlich auch ein paar Fotos geschossen, also von daher, also mein Fazit zu dem Spiel, wenn wir jetzt schon dabei sind bei dem Spiel, ne? Es ist ein, ich will jetzt nicht sagen billiger Abklatsch, aber es ist ein Abklatsch von Assassin's Creed, Es gehört in definitiv. eine ganz spezielle Kategorie für Spieler.
Also die Spieler müssen das Spiel wirklich mögen. Die müssen irgendwie auf Batman fixiert sein. Richtig, richtig. Das ist der Punkt, weil das Problem an Batman ist einfach, der benutzt ja wegen seiner Kindheit oder so keine Waffen. Das bedeutet, ihr kämpft euch das ganze Spiel entlang nur mit irgendwelchen Bumerangs voran und mit der Faust. Das heißt, wenn ihr ein Freund seid, wie ich, von Waffen, dass ihr wirklich Leute abballern könnt, dann ist das nichts. Muss man ganz klar sagen. Aber der nimmt immer seine Patschehändchen. Genau, was ich jetzt noch anmerken wollte, ist, hätten wir uns regulär angestellt, hätten wir über eine Stunde Wartezeit gehabt. Ja, richtig. Das ist krass. Und genauso blöd haben die dann auch aus der Wäsche geguckt, als wir einfach mal den Ausgang da reingelaufen sind. Ja, die haben nichts gesagt, ne? Nee, ich weiß nicht, was sie da hat sich, wow. hat sich keiner getraut. Ja. Naja, gut. Vor allem der eine Typ da, der da so ein bisschen geguckt hat und so, ne? Ja, komm, bleib mal stehen, komm, nimm deine Marke wieder mit, kannst da wieder rein. Kannst du nochmal 10 Minuten spielen. Ich meine, theoretisch hätte ich jetzt die Marke auch jedem weitergeben können oder Play geben können oder euch beispielsweise, aber ihr wart ja eben mit drin. Aber ich meine, ich heb mir das lieber auf, ist ja eine Erinnerung, die wirklich cool ist und das lohnt sich dann auch. Ja, was war noch eigentlich ganz cool? Also, Omsi, ja gut, da kann ich nichts zu sagen, da war ich jetzt nicht da. Aber da war Freddy, LP und ich waren da. Und, ja, da waren wir da. Schöne exklusive Szenen von aufgenommen, ein exklusives Interview auch mit Marcel Kuhnt. Mhm. Liebe Grüße auch nochmal an Marcel, wenn du das Video dir eventuell anschauen solltest, man weiß es ja nicht, oder Astragon. Und natürlich an die beiden, mit denen ich da heute am Astragon-Stand gequatscht habe. Die junge Dame und den jungen Herrn. Na, vielleicht guckt ihr euch das Video an. Auf jeden Fall von denen natürlich auch mal einen schönen Gruß von mir. Ne? So nette Leute, das kriegt man ja nicht allzu Tage. Also das kriegt man ja nicht jeden Tag. Also das muss man dann schon irgendwo hochloben, sage ich jetzt mal. Ne? Weil wir haben auf jeden Fall die Kontakte da also ausgetauscht und so weiter und so fort. Das passt alles. Also das ist mein persönlicher Fazit, der jetzt für mich interessant ist. Wenn es erstmal für mich interessant ist. Zu den anderen Ständen, ich bin zwar überall rumgelaufen, aber ehrlich gesagt, ich habe da keinen Nerv gehabt, mich da jetzt bei jedem Stand eine Stunde anzustellen, um genau 5 Minuten zu zocken. Ja. Lass mich mal überlegen. Lag es eventuell daran, dass wir nichts gesehen haben, weil da Menschen im Weg standen? Ja, das muss ich aber auch sagen. Man konnte die Stände schon gar nicht mehr sehen vor lauter Menschenmasse. Also das war echt ein bisschen too much. Ihr werdet das ja entweder jetzt bei Freddy jetzt gesehen im Moment, ich blende ja wieder nur ein Bild ein, oder ihr seht das halt bei meinem Zusammenschnitt, der hoffentlich am 24. online kommt. Und Leute, ohne Scheiße, so viele Menschen auf einem Haufen habe ich echt in meinem Leben noch nicht gesehen und ich habe ja auch schon ein paar Sachen schon durchgehabt. Und auch letztes Jahr war das überhaupt nicht so voll. Das war so krank, ey, ohne Scheiß. Darf ich da auch noch mal was anmerken? Ihr seht das übrigens auch noch mal auf meinem Kanal. Das hat er ja vergessen zu sagen. Also ich mache da so eine Bilderslide schon mal wieder draus. Ja, also ich habe jetzt kein Videomaterial, aber so eine Bilderslide schon mal wieder draus. In diesem Moment. Eine ganz kurze Anmerkung meinerseits noch. Ja. Lieben Gruß an die Deutsche Bahn. Habt ihr trotzdem nicht hinbekommen. Genau, wollte ich auch noch mal sagen. Habt ihr trotzdem nicht hinbekommen, ganz ehrlich. Trotz der Züge, die da reingefallen sind, die Karren waren brechenvoll. Es ging gar nichts mehr. Ich meine, RE1 NRW Express, der fährt von Aachen bis nach Dortmund oder Paderborn durch. Ja, aber Leute, warum ist denn das Ding am Kölner Hauptbahnhof schon voll? Ja, sogar vorher schon halb. Ja, da stehen die Leute Köln-Messe-Deutz und gucken, wie komme ich denn jetzt nach Hause? Da kann kaum mehr einer rein. Ja, ein Scheißdreck ist mit nach Hause kommen. Beim Ding, das war ja so, dass man sich, also man hätte sich ohne festzuhalten, hätte man fahren können. Ja, richtig. Ja. Ohne festzuhalten. Man wäre auf jeden Fall nicht umgefahren. Auf jeden Fall wäre man nicht umgefahren. Du hättest also nebenbei noch Gymnastik machen können. Also auch von an die Deutsche Bahn hier, ne? Also das nächste Mal, wenn so eine Scheiße ist, ne? Gamescom oder sonst irgendwas oder Stadionfahrten oder irgendwas anderes, ne? Dann kommt doch nicht mit euren mickrigen 3 Wagen Doppelstockzug da her, ja, da müsst ihr mindestens 7 oder 8 anklemmen hier. Anders geht das nicht. Also ich würde als Fazit zu der Gamescom, das war ja jetzt meine zweite, ich würde ganz klar sagen, wenn ihr,
Wenn ihr Fachbesucher seid mit Business-Zutritt und wenn ihr ein eigenes Auto habt, dann lohnt sich das, weil dann habt ihr nämlich keine Probleme. Ansonsten, wenn ihr ganz normaler Privatbesucher seid, dann könnt ihr euch genauso gut auch irgendwelche YouTube-Videos dazu angucken, da seht ihr dann genauso viel. Ich denke, so kann man das eigentlich zusammenfassen. Nee, weil das ist im Endeffekt wirklich so. Ja. Also, das war, ich meine, letztes Jahr war es schon für mich enttäuschend, weil alle haben immer so gejubelt, ja, damals Games Convention, dieses Jahr noch, dann Gamescom, ist so geil, da kann man so viel mitnehmen und so. Ist und, klar. Und ich meine, dann haben wir uns das ja angeguckt letztes Jahr, Freddy ja schon zum 4. Mal, glaube ich, ne? Und ich zum 1. Mal und ich war so enttäuscht, ich habe mir gedacht, Alter, letztes Jahr kam ja noch nicht mal ein Video, weil ich hatte auch nichts an Material, weil ich war so enttäuscht. Ich habe nur Fotos gemacht. Ja. Ich habe nur Fotos gemacht, die sind momentan bei Facebook in meinem privaten Album da drin. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe letztes Jahr eine Gamescom-Karte in Müll geworfen, weil ich stehe am Bochumer Hauptbahnhof, will in den RE1 rein. Da sind wir wieder beim Thema Deutsche Bahn. Hallo! ich wollte einsteigen, drück auf der Knöpfe und was ist? Da kommen die ganzen Menschen in Bochum schon entgegengeflogen. Der Zug ist in Dortmund angefangen zu dem Zeitpunkt. Von Dortmund nach Bochum. Da gibt es keinen Zwischenpunkt. Ist eine Tür Station. Tür auf und dir kommen die Menschen schon entgegen. Was ist denn das? Ja, Leute, besonders, ich hatte eine Dauerkarte. Ich bin nur Donnerstag gegangen, danach kein einziges Mal mehr. Da war mir das Geld echt egal, weil ich habe mir so gedacht, so bringt ja auch nichts, wenn du da in Köln dann totgetrampelt wirst. Ich meine, ich hatte nur einen Weg von der S-Bahn damals von einer halben Stunde oder 20 Minuten und trotzdem war diese S-Bahn am Donnerstag so erbrechend voll, dass ich ohne Scheiß kurze Momente echt gedacht habe, Alter, die gehen ja alle drauf in der Bahn, so viel ist da drin, ey. Also, das ist. Aber man kann jetzt noch so viel schlecht reden, ne? Von der Gamescom an sich. Aber ja, eins aber meine Gesundheit ist mir lieb. Moment, aber eins muss ich den Veranstaltern aber mal so richtig, richtig zugute haben. Sie haben sich um die verdammte Sicherheit in diesem verdammten Laden richtig, richtig bemüht. Ja, das stimmt. An jeder Ecke stand ein Security-Typ, der hat immer alles überprüft. Auch die Deutsche Bahn hat in ihren Bahnhöfen alles abgesperrt gehabt, etc., etc., etc. Also, dass da keine Tumulte waren, das wundert mich ja sowieso, aber das ist ein anderes Kapitel. Aber man muss ganz klar sagen, es hat funktioniert, es hat gefluppt, auf Deutsch gesagt, und es läuft. Ja, auf jeden Fall. Man hat keinen Stress gesehen, man hat nichts mitbekommen, es hat sich keiner gekloppt, keine Hektik, kein irgendwie anrempeln oder was weiß ich nicht. Nix. Doch, Gerempel gab es halt schon beim Anstehen, aber das ist normal. Aber trotzdem, also. Also jeder, der schon mal im Stadion war, der kann das bezeugen, also ohne Rempel geht's nicht. Ja, logisch, aber das war echt harmlos, also. Aber trotzdem, das muss ich schon sagen, also wenn man dann auch rausgegangen ist dann so, da war ja dann auch richtig Sonne und so, es war ja dann teilweise auch richtig heiß, ne, das zum Schluss dann halt, ne, wo ich dann gesagt habe, so, ich gehe jetzt aber auch langsam mal kaputt, ne, ich stecke ja so einiges ein bisschen weg, dann kommst du raus und was kriegt man? Eine Kohle in der Hand gedrückt. Das ist dann der Service, den du für 12 Euro in deinem Ticket bekommst. Gut, man muss dazu sagen, wenn man sich das jetzt mal so umrechnet, kostet, glaube ich, alleine das Hin- und Zurückfahren, wenn man ohne dieses Ticket fährt, bis nach Köln, je nachdem, wo du wohnst. Also ich rechne das immer von mir schon ungefähr 30, 40 Euro. Aber trotzdem, ich hab mich ja auch schon gestern mit Freddy darüber beschwert. Ich finde halt, zum gestrigen Tag für 25 Euro, das sage ich auch immer noch, ist das, was man für den Preis bekommt, echt mangelhaft. Heute muss ich sagen, für den Preis, da kannst du eigentlich kaum was erwarten, weil 12 Euro für ein Messeticket ist nicht viel, gerade für Hin- und Zurückfahrt. Und ich sag mal so, Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt auf jeden Fall. Kein Geld, wenig Leistung. Ich glaube, wir sind auch die einzigen Menschen, oder ich bin einer der wenigen Menschen, die wirklich sagen, dass die Gamescom bislang 2 Jahre hatte, wo ich jetzt die einzigen 2 Jahre war, die wirklich schlecht waren. Ich weiß nicht, ob es da noch, ich lese mal bei Facebook, geil, Gamescom, so geil und so. Und ich denke mir so im Kopf so, hä, wo sind die? Sind die in derselben Stadt wie ich oder was? Weil, ja. Ganz ehrlich, ich meine, es ist ja nicht so, als wenn wir nichts angezockt hätten. Letztes Jahr war es so, wir sind einfach nur drüber gegangen, wollten uns nirgendwo anstellen, aber Freddy und ich haben ja gestern wirklich einiges angeguckt. Wir waren ja auch bei Spielen, die wir wirklich gar nicht so gefilmt haben. Wir waren auch bei Retro-Spielen, da habe ich mal das und das gespielt. Da waren wir mal bei AMD und haben mal was angespielt. Hier Tomb Raider, das neue auf 3 Bildschirmen. Ist ja auch alles schön und gut, aber nee, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, es war ja für mich der erste Besuch auf einer Gamescom. Der allererste Besuch auf einer Gamescom. Im Nachhinein muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwie doch irgendwie enttäuscht. Ja.
Also man hat ja doch irgendwo seine Erwartungen, wenn man da hingeht. Ne? Man stellt sich ja schon irgendwie was vor. Ja, geil, ey, komm, kriegst du einen Flyer nach dem anderen oder sonst irgendwas. Aber man merkt eindeutig, dass die Publisher, sage ich jetzt mal, selber überhaupt keine Kohle mehr haben, um Ja. irgendwelche solche Klamotten zu machen. Ne? Das ist richtig. Nur, Naja. für mich, ich habe ein positives Fazit daraus. Ich habe Freddy LP kennengelernt heute, real life technisch. Ich habe den DJN Let's Play kennengelernt heute. Das sind absolute astreine Typen. Oh Da ja, kann das ich nichts stimmt. gegen sagen. Das stimmt. Wir Ja, sind komm. richtig geil. Ihr seid richtig geil, komm, aber mir geht keiner ab, das könnt ihr vergessen. Und das ist halt das positive Fazit, was ich jetzt daraus ziehe. Das Negative überwiegt natürlich in dem Fall jetzt natürlich auch wieder das Positive, weil es war die einzige Halle, wo man sich einigermaßen noch unterhalten hat können. Ja, Einigermaßen. war Halle 10.1. Ja. Und da haben wir dann natürlich auch noch ein schönes Abschlussvideo für euch vorbereitet, was ihr dann auch nochmal zu sehen kriegt. Nee, das war in Halle 10.2. Ja, das war oben, Oder aber zwei, es war die war oben. genauso Das gut war oben. eigentlich. Ja. Also die 10er Halle waren noch die, ich glaube, mir und Freddy auch letztes Jahr eigentlich am besten gefallen haben, weil die anderen einfach so überladen sind. Ich weiß nicht. So diese 10er Hallen, die haben irgendwie, also diese 10.1 und 10.2, die haben irgendwie so einen schönen Look, finde ich. Also das passt super. Da war ich auch letztes Jahr von begeistert, aber ja, aber du hast schon recht, also das Einzige, was wirklich so richtig positiv ins Auge sticht auch, ist so, dass man wirklich mal Leute aus der Community kennenlernt, dass man einfach mal ins Gespräch kommt, sich wirklich kennenlernt, gerade auch wenn man von weiter weg kommt, wie zum Beispiel Play zockt. Ich meine, der kommt ja aus Österreich, kam der jetzt dahin, mit dem haben wir uns ja getroffen und das sind halt so Sachen, das ist natürlich ziemlich geil, aber ich meine, das ist ja alles schön und gut, ne? Aber wenn man mal bedenkt, dass man eigentlich dazu da kommt, hinkommt, dass die Gamescom dazu da ist, dass man Spiele, die in ferner Zukunft irgendwann mal rauskommen, sich anguckt in Form von Trailern, Gameplay oder sonstiges, oder dass die Publisher einfach Werbung für sich machen können, dann muss ich sagen, da hat das jetzt schon in den letzten 2 Jahren echt gefloppt. Und da kann man auch Ja. eigentlich nicht so sich rausreden. Im Übrigen eine kurze Sache noch, stand unter meinem Video als Kommentar, zu GTA 5 haben wir nichts. Noch nicht mal eine winzige Information, ob es denn überhaupt da war. Keine Ahnung. Nö. Da dürfte dann die Ich weiß nur, dass es, dass die Publisher hier, das ist ja jetzt Rockstar Games, ne, No. eine generelle Let's Play-Sperre für dieses Spiel ausgesprochen haben. Abgesehen Das von ist den Leuten, halt die es natürlich Rockstar haben, Games. logisch. Ja, Ja, genau. ist logisch, aber abgesehen davon, wo die auf einen zukommen, ne? Aber wenn du jetzt selber da hingehen würdest, keine Chance, kannst ja gleich vergessen. Also Leute, auf meinem Kanal wird ihr kein GTA 5 so schnell sehen. Bei mir weiß ich es nicht. Ich Die werde, Publisher, die weiß ich sollten lieber nicht. mal froh sein. Ja, es Ja, ist es ist so. eigentlich im Grunde genommen, machen wir doch im Prinzip machen wir als Let's Player, das möchte ich jetzt aber auch mal ganz klar so sagen, ne? Im Prinzip machen wir als Let's Player für die kostenlose Werbung. Wir Ja. zeigen deren beschissene Spiel, da kann es noch so beschissen sein, wir zeigen es doch einfach. Richtig. Ja, klar. Da kann niemand was zu sagen. Außerdem sehen die, wenn man zum Beispiel ein Let's Play Together zum Beispiel macht, ne? Du siehst, ey, die haben Freude da drin, die machen die mehrere Folgen, die haben dann 50, 60, 70 Folgen, je nachdem. Und dann sagen die, nö, das dürfte bei GTA 5 nicht mehr. Wir sind Rockstar Games, wir sind total monoton. Bla bla bla. Das nimmt sogar EA Games reicht mittlerweile auch schon die Genehmigung wieder durch. War ja auch mal so eine Sache da, wo EA Games gesagt hat, nee, wir machen das nicht mehr, das lohnt alles nicht mehr und so. Ach, deswegen war der Stand dieses Jahr so riesig. Ja, Ja. die haben auch teilweise ziemlich viel einstecken müssen, auch gegenüber der Community und da gab es richtig Tumult. Ja, Und vor das allem im wird Need for Speed Bereich. eindeutig auch Rockstar Games passieren. Und wenn die dann erstmal merken, dass das für sie eine finanzielle Einbuße ist, glaub mal ja. Ja. Also wenn ich dran denke, wenn ich jetzt, also ich kann jetzt von meinem Kanal jetzt nur von OMSI reden ist, ne? Aber ich habe konkrete Zahlen, wie viele Leute bei mir das Spiel OMSI gekauft haben, über meinen Amazon-Link. Ich habe konkrete Zahlen dafür. Und das sind nicht wenige. Und wenn ich mal das jetzt mal überlege, wenn das jetzt mehrere Let's Play oder so, ich meine, gut, OMSI ist natürlich ich sag's mal, eine Nische oder so, ne? Aber wenn ich jetzt so Rockstar Games, GTA San Andreas oder sonst irgendwas sehe, was da vielleicht noch verkauft werden könnte, oder auch GTA 5, also dann weiß ich, dann schneiden sie sich doch eigentlich aus wirtschaftlicher Sicht
ins eigene Fleisch rein. Tut mir leid, muss ich so sagen. Oh ja, das stimmt schon. Selbst schuld, ganz ehrlich. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber wir sind jetzt mittlerweile schon seit 24 Minuten in der Aufnahme. Also, 24? Ja. Ja. Warum sagst du denn bei 15 Minuten nichts? Weil ich euch nicht ins Wort fallen wollte mit sowas. Also ich denke, Fazit von mir, ja, ich kann jetzt da nur von mir aus reden, noch mal ganz kurz zur Gamescom und auch zum Gamescom-Donnerstag war, dass der Donnerstag noch ein wenig enttäuschender war als der Mittwoch. Das Positive ist, dass das so ein bisschen die Bilanz vom Mittwoch hochgezogen hat, weil, ja, ich sehe jetzt den Mittwoch mit ein paar anderen Augen und denke mir so, scheiße, hätte das doch mal besser so sein sollen wie gestern, aber, ja, ist leider nichts. Ich muss mir, wie gesagt, echt zweimal überlegen, ob ich für die Spiele noch zur Gamescom gehe, weil da habe ich dieses Jahr genauso wie letztes Jahr kaum was gesehen und, ja. Hey, psch, psch, psch. Hey, ich für meinen Teil, seid ihr noch dran? Ja, ja. Ich für meinen Teil ziehe ja auch noch positive Bilanz raus. Wie gesagt, ich habe nette Leute kennengelernt hier, auch unter anderem sehr, sehr, sehr große Let's Player. In meinem Verhältnis, zu meinem Verhältnis große Let's Player. Zu den Spielen an sich, ja. Wenn man da dran gekommen wäre, um die anzuzocken, ja, dann wäre es natürlich was Besseres gewesen. Aber wie gesagt, ging ja nicht. Ne? Es war so brechend voll. Also ich habe ehrlich gesagt nicht die Zeit dafür, mich über anderthalb Stunden irgendwo an so einen Stand anzustellen, um dann irgendwie Minecraft, was weiß ich was, anzuzocken. Ich heb zwar jetzt mal meinen Finger, aber das sieht man eventuell nicht, weil wir haben ja nur Ton. Als Abschluss von mir, danach kommt nichts mehr. Ich verabschiede mich jetzt auch schon. Und morgen, ja, morgen, ganz wichtig, wenn alles gut läuft, Saints Row 4 bei DJN. Ja. Und auf meinem Kanal. Ja, morgen ist ja in dem Fall dann schon Freitag. Ne? Ach ja, morgen ist ja Freitag. Ja, morgen ist sowieso schon Freitag. Eventuell auch heute schon, weil je nachdem. Ja, wir stellen es ja um 0 Uhr. 0 Uhr. Zeitangaben in einem Video, mein Gott. Das ist. Ja. YOLO. Oh Gott, habe ich YOLO gesagt? Ach du Scheiße. Ja, geh dir schießen. Nee, ich gehe mich im Gullideckel ersaufen. Sehr gut. Aber es könnte demnächst auch passieren, dass ich in einem Let's Play mitmache, ein Let's Play Together mit GTA San Andreas. Mhm. Das hatten wir ja heute schon mal besprochen gehabt, ihr drei, ne? Ja, klar. Das machen wir auf jeden Fall und dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal, wie das so kommt. Dann machen wir auf jeden Fall erstmal so einen Multiplayer-Server, machen wir erstmal wieder hier, die wollen uns dann nicht mehr haben. 26 Minuten. 27, aber gut. Ja, dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns und ja, hoffentlich nicht bis zum nächsten Jahr. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, also ja. Haut da rein. Ich hoffe, du vor dem Monitor warst mit diesem Video äußerst zufrieden. Das ist eine Anspielung, je nachdem. Tschüss, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, das ist ganz wichtig. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare drunter, was ihr von diesem kurzen Statement zur Gamescom hält. Vielleicht kurz. War der ja selber da. Der ja, sehr kurz. Ja, Moment, das ist doch scheißegal. Wenn man einmal am Quatschen ist, dann ist man am Quatschen. Und, schreibt es in die Kommentare, hinterlasst Daumen nach oben, wohlgemerkt, ne? Nicht nach unten will ich gar nicht sehen, nach oben, ja. Und abonniert uns. Und man sieht sich. Ich bin raus. Haut da rein. Tschüssi. Tschüss.